Aber ich hab. Fettpass hat sich heute für Covid. Aber nur in den Ohren. Das hier sind frittierte Ringelschwänzchen vom Schwein. Schön, dass du als Legende streamst. Ja, Chuchi Chassili. Schön, dass du als Legende streamst. Legende. Ja, Was? Was für Legende? Botti, ich kann gar nichts. Sehr. Hier, du wirst niemals in Vergessenheit geraten. Ja, ich danke dir. Sehr sympathisch, der Kumpel. Wie heißt der? Ich. Der er hier. Ja, ich bin sympathisch. Das ist der Micha. Okay, es geht los, Chat. Boah, hör auf, ich bin Ruhe. Ich kann da nicht. Was denn? Ich bin satt, da mag ich das sowas gar nicht. Boah. Boah, nee, da beutelt es mich gerade. Boah, ist das hart. Oh nee, hör auf, denn ich will das nicht. Du auch? Nee. Boah. Nee, ich bin jetzt satt. Ich esse nachher vielleicht mal 5. Nee. Freunde, wenn ihr das mal probieren wollt, ich habe eine ganze Kiste. So, Ringelschwänze frittiert. Schmeckt nach Schwein. Probier mal bitte. Nee, ich ey, bin satt. Micha, einen isst du. Aber warum? Hört ihr? Oh, ist das noch Knorpel? Ist da Knorpel drin? Aber warum? Ey, da ist noch Knorpel drin. Wieder reinweichen müssen. Wir haben aus einem Ausland, aus einem europäischen Ausland, haben wir Schweineringelschwänzchen Barbecue. Bachkippe 420, Max, sag mal jetzt nach der Non-Live-Ära, was machst du beruflich? Also außer dem Stream. War verwirrt, weil du meintest, dass du viel unterwegs bist. Ich bin in München. Ich muss drehen für die Schweiz. Sendungsaufzeichnung. Sendung für die Schweiz. Show. Da bin ich hier in so einem kleinen Sender hier in München. Was für eine Schweizer Sendung ist das? Kann man die schon sehen? Ja, kann man sehen. Ich sag's jetzt aber nicht. Ist eine Show. Das ist sowas wie Supertalent in der Schweiz. Da hast du mitgemacht? Wie Supertalent in Deutschland. Das mitgemacht? War eine Aufzeichnung. Was soll ich denn sagen? Wann denn? Sag ich nicht. Das gehört hier nicht hin. Wir sind hier im Internet. Da hat Fernsehen nichts verloren. Nee, Fernsehen ist scheiße. Mach ich dich nervös, Micha. Lalelu Monika. Soll man ein Foto schicken auf den Insta? Nee, aber ich weiß ja, sie sagt es ja nicht, also ich weiß ja, dass sie mein... Bachkippe 420, du hast noch keinen Pulli, weil du auch kein Mod bist, oder doch? Bachkippe 420, du bist doch gar kein Mod. Ich rede von Bachkippe 110, ob Bachkippe 110 ein Hoodie hat. Lale, ja, Hoodie ist am Start, Monika, wir kleiden uns ein. Ist ja ganz eindeutig, dass sie mein WhatsApp-Profilbild quasi gesehen hat. Der Schirmann war ja auch Legend... Bitte? It's Wolf's Life. Der Schirmann war auch Legende? Nee, der Schirmann war doch keine Legende. Aber das stinkt ganz pervers, ne, das Zeug. Na, riechen darfst du es nicht. Ja. Oh, boah. Mm. Aber weißt du was? Was stinkt, schmeckt immer meistens gut. Käse, meine Füße. Deine Füße. Komm rein da, was soll's. Kennst du das? Kennst du noch den Büsenrap, Büsumrap mit Ahmed? Ist das ein Zahn gewesen? Boah. Aber da ist doch Knorpel drin. Ich kenne nicht. Gibt einen Ehrenhabicht. Wieso gibt es einen Ehrenhabicht? Na, für wen? Dich, für dich. Ja, ich habe schon. Ich habe noch ungefähr 25 daheim. Boah, schade. Micha, Max, was magst du an mich am meisten? Komm her. Ich koste nicht Geld. Komm her. Ich glaube, das ist nicht so allein. Also, sein Parfum. Ja? Und seine Haare. Die Haare sind so weich wie Seide. Das ist wie so ein Frotte-Baumwolltuch. Ganz weich. Ja? Ja. Ich verstehe nicht, was die Leute gegen Knorpel haben. Ich finde, die ist nicht schlimm. Bei Hähnchenflügeln. Boah. Na, es geht so. Wenn sie okay sind, sind sie okay. Wer hatte mehr Sexappeal von 9Live, die Klüppim oder Max? Sag mal, Amos Kohl. Amos Kohl, was ist das für eine Frage?
Was ist das für, wer hat mehr sexy Bilder? Was ist das für eine Frage? Keine Ahnung, ich würde sagen bitte null. Wie bitte? Dirk Löbing hat letztens auf Facebook geschrieben, dass er mich noch regelmäßig trifft. Keiner hat mich getroffen. Gut, ich muss immer an meinen Darm denken. Leute, Chat, was ist mit euch? Aber ich hab... Fettpass hat sich heute für Covid. Oh, wir lesen jetzt... Ja, was Malz? Wir lesen das nicht mehr vor, das wird jetzt ganz schlimm. Ja, der Inner hat doch irgendwie Wurst den ganzen Tag. Die arme Kacheln im Klo. Aber nur eine Lilua. Achso, wirklich? Gut. Ich verrecke hier fast am Tisch und du machst nichts. Ja, ich hab's nicht für vorgenommen. Bachgeber 1-1-0. Bachgeber 1-1-0. Wenn hier jemand Scheiße schreibt, bannen. Da weißt du Bescheid. Ich will was zu trinken. Was kann man, was soll man mal trinken? Ich hätte gerne mal eine Rhabarbersaftschorle. Ah, weißt du eigentlich, was in den ehemaligen Live-Studios aktuell produziert wird? Ja, weiß ich. Taff. Und wie heißt das andere abends bei ProSieben? Galileo. Bei Max fällt mir der Groschen heute echt pfennigweise. Ich verstehe es wieder nicht, Lalilu Monika. Ich check's nicht. Micha völlig geistesabwesend, während Max verreckt. Ja. Ja, Mr. Darbulb. Ich kann hier verrecken und der Micha liest Chat, liest Chat. Das Ding ist heute den ganzen Tag nur so in die Schüssel geknallt aus dem Stuhlgang. Sag mal, Mediamagazin, was ist mit dir? Warum lässt du uns teilhaben an deiner Spritzwurst? Was ist denn? Ich hab Stuhl, liebe Fernsehzuschauer. Man nennt es auch Spritzwurst. Das ist ganz ekel, wenn das Ding in die Schüssel knallt da. Ich würde auch nicht mehr anrufen hier. Neun Live-Studios sind längst abgerissen. Nicht mal vielleicht, Monika. Nicht mal vielleicht. Die stehen alle noch unter Föhring. Hast du Backstage-Fotos von den alten Neun Live-Studios? Ja, hab ich. Ich hab irgendwas im Hals. Über Insta? Definitiv nicht. Einfach mal wieder in Unterföhring in der Gutenbergstraße beischauen. Medienallee. Die stehen noch, Monika, die Studios. Das sind ganz normale Studios. Galileo wird auch noch gedreht und TAF wird noch gedreht. Glaubst du, dass Colin ein Comeback haben wird? Hannes, Sport 1 macht's doch. Ich wäre so froh, wenn man die gesamte Sendung von Crazy Planet zu sehen wäre, wo du Radfuchs am Klo warst. Gibt's doch. Oh, vielen Dank. Jetzt kommen Getränke, weil ich sterbe hier gerade. Welches Getränk würdest du dem Micha vergleichen? Das ist von Micha, ne? Das ist die Cola von Micha. Was hast du gemacht? Ja, gar nichts. Ich musste gerade über den Witz lachen, weil die geschrieben haben. Prost. Was ist denn? Du hast irgendwas gemacht. Gar nichts. Ich muss gerade lachen, die haben gerade einen Witz geschrieben. Nee, du hast doch mein Glas in der Hand gehabt. Ich schwöre, nein, ich habe meins genommen. Ich habe deins erst genommen, weil ich vergriffen habe. Setz dich. Was ist mit dir? Oh Gott. Oh. Das ist irgendwas. Nein! Ey, Max. Ach, ich bitte dich. Das ist doch unverschämt. Sowas würde ich doch nicht machen. Mit deinem Getränk. Wenn da was gemacht ist. Hat er. Chat, wurde da was gemacht? Was denn? Wie viele Haas hat Rhabarbersaftschorle? Boah, ist das gemein, Max. Ey. Bachgeber 1-1-0, was ist denn? Ey. Max, warum spuckst du in Michas Glas? Wie bitte? Micha trinkt nicht. Hä? Ey, ich schwöre. K.O.-Tropfen, hab ich auch gelesen. Ey, wer schreibt sowas Böses? Das ist gemein. Das ist gemein, der arme Micha. Man nennt ihn auch Whisky-Wichser. Der arme Micha. Ey, Chat, ich mach gleich aus. Ihr werdet gleich alle gebannt, wenn ihr weiter so einen Scheiß macht. Ehrlich. Trink. Guck mal, trink doch auch. Guck mal. Nee, du trinkst ja deine Spucke, trinkst ja. Ich hab doch nicht gespuckt. Ey, Chat, ihr seid echt das Letzte, ne? Ich hab gedacht, ihr seid Freunde. Ich hab doch... Hier, Chat, was ist mit euch? Ich hab doch nur so getan. Ich hab dein Glas genommen und so gemacht. Ich hab doch nicht da reingespuckt. Das ist doch asozial. Chat. Was glaubt ihr denn von mir? Ich spuck doch nicht in mich das Glas. Übrigens, man kann das klippen. Klipp mal bitte. Man kann das klippen. Klipp mal bitte. Klipp mal bitte. Man kann das klippen. Hier, nimm noch einen Schwanz. Hä, ein Schweineschwanz. Aber es kratzt am Hals hier. Nee. Ich schwöre, Chat, ich hab nicht reingespuckt. Was soll denn das?
Alles Verräter hier, genau, Pfirsichjoghurt. Wo siehst du mal live, dass Schweineschwänze gegessen werden? Machen wir mal so. Live im Chat. Oh, mich schüttelt's. Sag nicht das Wort dauernd. Oh, Chat. Ich lach mich tot. Oh, nee. Oh, jetzt kann ich gar nicht mehr. Was war damals bei Crazy Planet, als du im Radfuß auf dem Klo warst? Pass mal auf, ich weiß auch nicht mehr. Das mit dem Klo, ich habe das neulich bei YouTube mal gesehen. Was war das für eine beschissene Sendung? Ey, und ich habe die auch noch moderiert. Geisteskrank. Naja. Was würde ich in den Mann oder... War im Kostüm Mann, im Kostüm war ein Mann. Hier, Micha, werden die Checkbox-Codes immer vor der jeweiligen Sendung ausgewählt. Sag mal, Schleimkraxer, was habt ihr denn alles mit diesem Sport-1-Scheiß da? Immer diese, was soll denn das? Ich hab da gar keinen Bock mehr drauf, dass ihr die ganze Zeit diese Scheiß-Logs feiert und diese Scheiß-Quiz-Sendung von Micha. Da hab ich so eine Krawatte, Freund, da werd ich stinksauer, werd ich da. Was soll denn das? Fähren, Bonn, Heuer, Berlin, Kaub. Was ist denn das? Sind das ausländische Städte oder was? Habe ich gewonnen, Micha? Nein, man gewinnt ja nur immer... Ob das ausländische Städte sind, die ihr sucht? Nee. Deutsche? Ja. Was habt ihr denn für deutsche Städte? Mühlau. Ja, Mühlau, voll bekannt. Das ist doch voll Betrug, was ihr macht. Yeah. Mühlau. Das kennt doch keiner. Friesen. Heuer kenne ich. Ja, Heuerswerda. Das ganze DFS hat uns schon verbildet, Buchstaben mit O. Hier, kann mich der Matthias mit einem H spielen? Ohne Scheiß, ne? Julian, ich sag die ganze Zeit, der Micha soll Matthias mit einem H spielen. Der soll Matthias mit einem H. Nein, das ist langweilig. Tiere mit einem H, das ist geil. Sagen die Leute, Hund. Das stimmt doch, Hund. Aber dann kommen dann irgendwelche Irren und sagen Habicht. Und dann stehe ich da. Meerschwein. Meerschwein hat ein Haar. Max, moderierst du bald einmal Tiere mit Haar bei Sport 1? Ich habe es dem Micha gesagt. Der Micha hat gesagt, nein, wenn du da auf Sendung gehst, dann ist da wieder so viel Presse und dann so viel Aufmerksamkeit, das machen wir nicht mehr. Ja, dann halt nicht. Micha, warst du früher bei DSF auch schon? Ja, glaube ja. Frag mal Thomas Schimmer nach dem Innenstich. Wir wissen alle Bescheid. Innenstich. Das Video heißt so, Non-Live Schradin beim Metzger. Ach du großer Gott, Leute. Blutmagensalat. Wie? Blutmagensalat. Blutmagensalat. Und der so grobe Blutmager. Grober Blutmagen. Und ganz kurz, ich habe eine leichte, ja, ich muss gerade sagen, ich nenne es mal Schwindel. Eine leichte, ja, Übelkeit, ein Brechreiz. Blutmagensalat, der will wieder mit dem Blutmagensalat kommen. Ist widerlich, ne? Hör auf, wenn du hier irgendwas... Nee, mir ist aber wirklich, mir beutelt es. Ist noch ein Schweineschwanz? Das ist besser, oder was? Der nimmt die Säure. Der Schweineschwanz frittiert, nimmt die Säure. Das ist eine Delikatesse aus Finnland. Ich möchte, dass ihr sie alle isst. Hast du mal groben Blutmagensalat probiert? Pass mal auf. Oh. Mediamagazin. Ich habe das, als der Blutmagensalat noch gar nicht fertig war, habe ich die rohe Blutwurst im flüssigen Zustand getrunken. Mit diesen Aspikstücken und mit diesen, weißt du? Da, schön lauwarm noch, so körperwarm, das Blut habe ich so. War gut. Ich gieße jetzt mal von Micha ein bisschen. So, Michas Cola ist eingeschenkt. Nein, ich hab das Eis in Mainz gespuckt. Hättest Bock auf ein Fan-Treffen? Natürlich sofort. Das muss halt jemand organisieren. Und wenn jemand ein Fan-Treffen organisiert, bin ich da. Ernsthaft. Übrigens, der Eiswürfel, den habe ich in mein Glas gespuckt. Okay, dann gehe ich nicht. Geh. Das ist doch scheiße. Das sind doch jetzt schon wieder 40 Leute, eben gerade waren es 38. Nee, ja. Lass es. Ja, ich mach nichts. Wenn du sympathisch bist. Ich sehe nur gut aus. Du bist weder sympathisch, okay, noch siehst du gut aus. Interviewanfragen. Du bist auch nicht der Delfin von Twitch. Kannst du mal hessisch babbeln im Stream? Na eben, hessisch Stream. Natürlich kann ich hessisch babbeln. Hör mal. Hoch der Humbe, Nachbar Stumbe, kurz gewunge, Humbe Pumbe. Wird alles an die Mods ausgezahlt. Ja, Bach, du hast es verdient. Magst du Martin als Hesse? Den habe ich neulich getroffen im Zug. Wer ist Martin? Der Martin, der Aschebecher? Ja. Gibt's den noch? Der war mit mir, ist ganz komisch gewesen. Ich gehe ins Zugabteil, sitze im Zug, erste Klasse, klar. Und dann auf einmal geht die Tür auf, ist hier noch was frei? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, setz dich hin.
Und so nach 10 Minuten habe ich gesagt, Martin, alles klar oder was? Und dann haben wir uns die ganze Zeit unterhalten, hat mich eingeladen zu seiner Sendung, zu seiner Show. Und was hat er gesagt, was macht er jetzt, warum läuft es nicht mehr? Naja doch, das läuft ja schon einigermaßen, aber der wohnt auf so einem Bauernhof, ziemlich abgeschottet. Und ist der auch in echt so wie er auf der Bühne ist? Nee, oder? Ganz ruhig. Na, aber ist der, ruhig. Aber wenn er redet, so ein bisschen frickig? Der Mund ist halt extrem groß. Aber ich habe ihn getroffen im Zug, das war krass, da sind wir zusammen nach München gefahren. Hat Martin nicht auch erkannt? Nein. Er hat mich dann so gefragt, was ich so mache. Und dann habe ich gesagt, ich habe auch mal beim Fernsehen gearbeitet, habe ich schon gesagt. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich mal so Gewinnspiele gemacht habe. Und dann hat er gefragt, ja, da wo man anrufen konnte. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, da habe ich nie mitgemacht, hat er gesagt. Meinst du Martins Live-Show? Nee, da zum Bühnenprogramm. Live-Show ist ja, das? Ja. Und hat er dir dann auch was gegen Bändchen gegeben? Oder sollst du dann sagen, ich kenne Martin? Eine Handynummer. Hat er gegeben? Ja. Oh, krass. Wir haben Handynummern ausgetauscht. Wurde das Geldband bei Neuen Live manuell befüllt? Ja. Geldband, sagt mir nicht. Ja, weil ihr sowas nicht habt. Ihr macht ja keine Show. Ihr macht ja nur Logs. Und wir haben damals ja richtig Show gemacht. Da war ja alles drum und dran. Michael, habt ihr noch Papier für die neuen Live-Show? Und manuell und manipuliert geht doch gar nicht zu manipulieren, Regie 76. Was ist mit dir? Was bist du so negativ? Regie 76, was bist du so negativ? Spiele bei GTA, SA, nur im Multiplayer. Schreck dich gerade in dir. Wegen dir hat meine Oma 1500 verloren. Da. Taking me higher. Koda 66, was ist mit dir? Was ist mit dir, Koda? Warum hast du das verloren? Also Koda, was ist mit dir? Habe ich sie gezwungen oder was? Habe ich sie gezwungen, da anzurufen? 19 Uhr UTC? Nee. Und Koda 66? Koda 66, reiß ich mal am Riemen jetzt, sonst wirst du doch gebannt für immer. Was ist mit dir? Wenn deine Oma vor 11 Jahren da angerufen hat, soll ich sagen, sie darf nicht anrufen oder was? Bumsnase. Was ist mit dir? Meine Güte, nee. Gleich bannen. Wenn der mit mir normal redet, dann darf er weiter im Chat sein, aber nicht so. Max, was ist mit dem Schreiner nicht passiert? Ich kenne es nicht mal. Ich stehe nicht. Ich habe keine Ahnung. Da hat irgendeiner gewonnen, ganz viel Geld, 2.500 Euro. Bei Nightwish ist die Juliane Ziegler rausgeflogen. Soll ich was sagen? Das war echt von ihr überhaupt nicht so gemeint damals. Und ich habe sie am nächsten Tag am Parkplatz getroffen. Die war komplett aufgelöst. Tobi, was ist los mit dir? Ah, ich muss gleich arbeiten, ein bisschen müde. Ja, aber komm, da bist du ein bisschen enthusiastisch und ja, yeah, du Arbeit, jetzt Geld. Arbeit macht frei. Also, das war eine gute, die Juliane. Augen zu auf Ex alles essen. Würdest du diese Schweineschwänzchen für 100 Euro essen? 100 nicht. 150? Nee. 200? Nee. 250? Nee. Für 250 Euro? Nee. Ich lege sie jetzt mal auf den Tisch. Nee. 300? Nee. Wie viel? 1000. Für 1000 Euro würdest du jetzt die komplette Box hier essen? Oh, ich glaube auch nicht mal dann. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz, Chat. Machst du was nicht? Chat. Nee. Warte ganz kurz. Nee, Max, machst du was nicht? Pass auf. Warte ganz kurz. Ich schwöre. Ich lege dir 1000 Euro auf den Tisch, wenn du die komplette Packung isst. Nein, das mache ich nicht. Weil ich nicht möchte, dass du so dein Geld für sowas Sinnloses ausgibst. Du Schwein, du bist so ein Pimmel. 2000 wäre was anderes. Nein, 2000 bist du bescheuert. Ich lege 1000 Euro auf den Tisch, wenn du die komplette Packung isst. Ich will nicht, dass du dein Geld dafür ausgibst. Doch, ich mach's gerne. Ey, weißt du, wie teuer dein Urlaub ist? Ich habe 1500 gewonnen gestern. Was ist mit dir? Nee, kann nicht sein, weil 1500 war die End. Ja, 1500 war das End und ich habe 1000 gewonnen. Hier, Rainer. Nein. 1000. Chat, würdet ihr das für 1000 Euro die Schweineschwänze essen? Für 1000? Chat, sag mal. Guck mal hier alle. Los, Micha. Spontan, wenn ich du wäre. Bam. Das ist das Spiel jetzt. Spontan, wenn ich du wäre, isst du jetzt die komplette Packung. Nein, spar dir dein Geld. So viel gibt's doch nicht mal beim Sport, wie zu gewinnen. Ja. Chat, jawohl. Aber ihr seid die Besten. Die schmecken wie grober Blutmagensalat. Die wollen, dass du kotzt. Deshalb sagt ihr immer grober Blutmagensalat. Wenn es weg ist, 1000 Euro. Wenn es weg ist, 1000 Euro, richtig. Eins verstehe ich nicht. Wenn du 1300 Follower hast bei Twitch, wie kann das dann sein, dass du nur 48 Zuschauer hast? Das ist ja erbärmlich. Ja, aber die Folgen ist doch einfacher. So, und dann gibt es aber noch 50 interessantere Leute als dich heute. Wie bitte? Für manche, nicht für mich. Ich gucke. Wie, es gibt interessantere Leute als ich? Was soll das denn? Als dich? Das gibt's doch nicht. Schwer vorstellbar. Ja. Aber die müssen doch erstmal warm werden. Ja. Und jetzt schlafen auch viele schon. Du bist doch auch immer spät. Ja, das stimmt. Ich bin spät.
Wurde hat noch nie beantwortet. Max, hast du noch Kontakt zu Frau Gotto? Nein. Michas Rauchen. Michas Rauchen, der zieht sich schön ein durch jetzt, der Assi. Aber Rauchen gefährdet die Gesundheit, deshalb rauche ich nicht. Oh. Sorry, Freunde. Ich habe gerade aufgestoßen. Sorry. Oh, das war ganz wild gerade. Aber eine Frage, der Nils war doch 9Live-Mitarbeiter, sei ehrlich. Es gab keine 9Live-Mitarbeiter, die da angerufen haben. Es gab mal einen, es gab in der ganzen Ära mal einen 9Live-Mitarbeiter, der hat irgendwie eine Lösung verraten an irgendeinen Freund, der hat angerufen und hat es gelöst und dann wurde er gefeuert und dann war Rechtsanwalt und Bums und da haben sie irgendwie betrogen. Das war eine einmalige Nummer, der Mitarbeiter damals sofort entlassen worden.